Starte das Recording. Cool. Herzlich willkommen zur neuen Vorlesungswoche zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Ich freue mich sehr, Sie heute auch auf YouTube begrüßen zu dürfen. Sie merken, das Szenario ist heute ein bisschen anders. Ich mache es von zu Hause dieses Mal. Ab der nächsten Woche wahrscheinlich wieder im Fernsehstudio. Nichtsdestotrotz wünsche ich uns allen auch eine gute Veranstaltung. Okay, jetzt teile ich kurz den Bildschirm mit unserer Präsentation. Okay, alles klar. Also das Thema von heute ist Selbstregulation und Lernstrategien. Aber als kurzer Rückblick von der vergangenen Woche, wir haben uns da deskriptive Statistiken angeschaut und Inferenzstatistiken. Wichtig dabei ist die Unterscheidung unter anderem, dass deskriptive Statistiken sich nicht auf zugrunde liegende Populationen verallgemeinern lassen. Dann, dass der Mittelwert Aufschluss auf die durchschnittliche Ausprägung einer Variable gibt und nicht auf einen Zentralwert. Sie sehen hier auch, das möchte ich explizit betonen, dass wir da diesmal keine Prozentzahlangaben haben. Das liegt daran, wir bereiten uns schrittweise schon darauf vor, dass wir eventuell eine Online-Klausur haben werden. Bei den aktuellen Fallzahlen bin ich persönlich, sehe ich nicht unbedingt einen Weg, wie man eine Präsenzklausur infektionsschutzgemäß durchführen kann. Wir haben allerdings da noch keine finale Entscheidung getroffen und explorieren gerade, wie das mit der Ilias-Plattform auch möglichst gut geht. Sie werden auch vielleicht haben Sie das auch schon in der vergangenen Woche gemerkt oder auch werden Sie das jetzt in dieser Woche oder in den zukünftigen Wochen merken, dass wir da ein bisschen mit den verschiedenen Einstellungen auch herumspielen, damit wir möglichst gut auch abschätzen und einschätzen können, wie wir diese Plattform auch für eine mögliche Online-Klausur verwenden können. Wir wollen auch, gerade weil ich auch vielerlei Fragen bezüglich der Klausur auch erhalte, in letzter Zeit auch eine Probeklausur, zumindest für unsere Veranstaltung hier auf Ilias dann hochladen, die zum einen Ihnen als weitere Vorbereitung dient. Also die Probeklausur wird vor allem aus Quiz, aus Aufgaben aus den vergangenen Seminarsitzungen bestehen. Aber auch zum anderen für uns, dass wir halt technisch das alles nochmal genauer überprüfen. Genau. Aber wir werden Sie dahingehend auch noch logischerweise rechtzeitig informieren. Apropos, was ich Ihnen auch noch sagen wollte, Quizaufgaben, wenn Sie die Quizaufgaben machen, das bereitet Sie richtig gut auf die Klausur später vor. Teilweise sind die Aufgaben der Quizze sogar Klausuraufgaben aus vorherigen Jahren. Also wenn Sie wirklich regelmäßig die Quizze bislang gemacht haben oder wenn Sie bislang noch keinen so großen Fokus aufgelegt haben, schauen Sie sich trotzdem auch die Quizze aus den vergangenen Wochen nochmal genauer an. Lohnt sich auf jeden Fall. Das würde ich sagen, ist mit einer der besten Wege auch zur Klausurvorbereitung. Anderer guter Weg zur Klausurvorbereitung sind die Mindmaps. Ebenfalls sehr gut, um halt auch Wissen zu vernetzen. Einfach, das kann ich Ihnen auch wirklich empfehlen. Wir haben auch schon das erste Erklärvideo, was eingereicht wurde. Richtig gut, freut mich sehr. Ich habe dahingehend auch auf Piazza, Sie haben das vielleicht gesehen, da auch noch einen zusätzlichen Reiter freigeschaltet, sodass Sie auch Ihre Erklärvideos direkt selber hochladen können, um die auch Ihren Mitstudierenden zur Verfügung zu stellen. Also ich bekomme ja auch hier wieder als Feedback, dass ich über manche Folien irgendwie zu viel rede, über manche Folien zu wenig und so weiter. Es gleicht sich in gewisser Weise auch immer ein bisschen aus, die einen von Ihnen sagen, dass ich zu viel über die Folien
erzähle ich anderen, dass ich zu wenig über die Folien erzähle. Von daher, zumindest für diejenigen von Ihnen, die auch da auch mehr Informationen gerne haben würden, ist es sicherlich dann umso besser, da auch nochmal in die verschiedenen Erklärvideos dann auch beispielsweise dann auch hereinzuschauen. Okay. Dritte Quizfrage war, dass bei der Ablehnung einer Nullhypothese ausgeschlossen werden kann, dass die Nullhypothese gilt. Nein, das ist nicht unbedingt so. Da ist auch und insbesondere diese Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha auch gibt, die auch dabei auch zu betrachten ist. Dann haben wir uns den Korrelationskoeffizienten genauer angeschaut, auch mit verschiedenen Beispielen. Wenn Sie da in der letzten Woche nicht dabei waren im Chat, ist das wirklich sehr schön, sehr viel Interaktion auch gewesen. Und bei Punkt 0,5 gehen wir eher von einem hohen Zusammenhang von zwei Merkmalen aus. Okay, wir haben uns in den vergangenen Wochen sehr viel von der Statistik angeschaut und jetzt wollen wir wieder mehr den Fokus richten auf die Psychologie der Lernenden, insbesondere in der Individual- und Mikroebene, wo wir uns ja auch schon teilweise andere Prozesse angeschaut haben und uns da die Prozesse genauer anschauen. Und einen wichtigen Faktor von der Lehr- und Lernprozesse beeinflusst, ist die Selbstregulation, welches auch mit einer der verlässlichsten Prädiktoren für akademischen Erfolg als einer der verlässlichsten Prädiktoren für akademischen Erfolg angesehen wird. Allgemein wird es dadurch beschrieben, dass man mit Selbstkontrolle ein Verhalten in der Gegenwart unterbindet, um in der Zukunft etwas Besseres zu erreichen, also ein gewisser Belohnungsaufschub. Das wird auch als Delay of Gratification beschrieben. Ein Beispiel dafür, auch das absolut traditionellste Beispiel für Selbstkontrolle. Sie haben es auch vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie auch irgendwie Psychologie in der Schule gehabt haben. Wenn nicht, kann ich Ihnen das empfehlen, sich dieses YouTube-Video anzuschauen, wo kleine Kinder in einem Forschungslabor in Stanford, glaube ich, war das sogar, hereingeführt wurden und wurde gesagt, so, in Amerika, ihr könnt jetzt diesen einen Marshmallow sofort essen, aber wir müssen noch gerade kurz weg und um etwas anderes zu erledigen. Wenn der Marshmallow noch da ist, wenn ich wiederkomme, dann bekommt ihr sogar zwei Marshmallows. Wirklich spannendes Experiment, wirklich zu sehen, wie in dem einen Raum mit der Kamera auf die Kinder gerichtet, und Sie sehen das auch schon teilweise an diesen Standbildern hier, wie Kinder dann probieren, Selbstkontrolle auszuüben, um diese zukünftige noch größere Belohnung auch zu erfahren. Wirklich ein spannendes Experiment, was auch wirklich sehr eindrucksvoll Selbstkontrolle auch veranschaulicht. Ich würde Ihnen das Video, wenn wir in Präsenz im Audimax wären, logischerweise auch vorspielen. Aber ich weiß nicht genau, ob wir hier Copyright Strike werden. Von daher sehr starke Empfehlung, dass Sie sich das Video auch selber anschauen. Aber darauf bezogen, auf das Lernen, ist Selbstregulation und vor allem selbstregulatorische Fähigkeiten drücken sich dadurch aus, dass man
sich für das Lernen motivieren kann, also der Bereich der Motivation, den wir uns ja auch schon vorher in der Veranstaltung angeschaut haben, dann, dass der Lernprozess aufrechterhalten wird, was als Volition bezeichnet wird, und dass Lernprozesse effektiv gestaltet werden, also dass Lernstrategien verwendet werden, die besonders sich dazu eignen, positive Lernerfolge auch zu haben. Also durch diesen Dreiklang quasi an Merkmalen, dadurch drücken sich selbstregulatorische Fähigkeiten auf das Lernen auf. Wir haben auch da verschiedene Beispiele schon in den Reading Reactions gesehen, wirklich spannend. Und das hat mich auch dazu verleitet, so ein wenig für diesen Breakout Room. Und zwar würde ich Sie bitten, dass Sie verschiedene Beispiele für Selbstregulation und für den Delay of Gratification aus Ihrem Alltag mit Ihren diskutieren miteinander. Ich öffne kurz die Breakout Rooms. Mal schauen, ob ich das auch kann. Okay, ich kann das sogar hier. Das ist ja ein Traum. Genau, und wir sehen uns dann in ein paar Minuten wieder. Ich glaube, dass mein Zoom-Recording quasi auf dem Hauptraum drauf bleibt. Ich bin mal gespannt. Also Sie müssen keine Sorgen haben, dass Ihre eigene Session auch mit recorded wird. Alles klar, dann viel Erfolg. Und ich würde die Co-Hosts bitten, wenn Sie sehen, dass Sie dass andere Leute wieder zurückkommen, die dann wieder in andere Räume hereinschmeißen, weil ich das zum Teil auch nicht jetzt so gut sehen kann, weil ich mit der Aufnahme nicht zu viel herumfummeln will. Okay, perfekt. Viel Spaß.
Okay, ich glaube, wir sind jetzt auch alle wieder zurück. Genau, also Sie haben sich da sicherlich auch verschiedene Beispiele dazu vorgestellt, wie man oder wo Sie selber auch Selbstregulation auch ausgeübt haben. Was man sich da oftmals fragt, ist, inwieweit Selbstregulation als eine Persönlichkeitseigenschaft gesehen werden kann, da man ja da quasi im Alltag man häufig hört, oh, hier, oh, ich habe so wenig Selbstkontrolle, oh, so von der Persönlichkeit her bin ich kein Mensch, der viel Selbstkontrolle besitzt. Aber dazu möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, das ist nicht der Fall. Und zwar Selbstregulation ist insbesondere kein Teil von Persönlichkeitseigenschaften, die Menschen haben können. Was das bedeutet, erzähle ich Ihnen auch gleich. Vielleicht als kleinen Einschub möchte ich Ihnen eines der wichtigsten Modelle der Persönlichkeit vorstellen, die sogenannten Big Five der Persönlichkeit. Das sind fünf der größten oder der bedeutendsten Persönlichkeitseigenschaften, nach denen eine Persönlichkeit normalerweise kategorisiert wird. Und zwar diese fünf Merkmale sind zum einen Offenheit, was sich unter anderem dadurch ausdrückt, dass man neue Erfahrungen sehr wertschätzt, dass man eine Vielzahl an unterschiedlichen Erfahrungen machen will, dass man wissbegierig ist, kreativ, fantasievoll. Dann Intra- bzw. Extraversion auf dem Spektrum, gesellig, aktiv, Gespräch, personenorientiert, dass man Anregungen und Aufregungen präferiert. Dann Neurotizismus, was sich unter anderem dadurch ausdrückt, dass man eher nervös ist, reizbar, unsicher, über Ärger und Ängste klagen, dass man sensibler auf Stress reagiert. Verträglichkeit als ein anderes wichtiges Merkmal, was sich unter anderem durch Altruismus, Mitfühlen, verständnisvoll, zwischenmenschliches Vertrauen, Kooperation, Harmoniebedürfnis und andere von solchen Eigenschaften ausdrückt, als auch Gewissenhaftigkeit, was sich durch Ordentlichkeit, Zuverlässigkeit, Diszipliniertheit, Pünktlichkeit, Penibelheit und andere Eigenschaften, die sich diesem einen größeren Konzept diesem größeren Konstrukt von Personen Persönlichkeit, insbesondere von Gewissenhaftigkeit ausdrückt. Und Sie sehen, Selbstregulation ist am ehesten korreliert mit dem Aspekt der Gewissenhaftigkeit, aber ist es explizit kein Teil von der Persönlichkeit von Menschen. Und wenn Sie sich auch an die Diagnostikvorlesung zurückerinnern, können Sie sich auch gleich vorstellen, okay, wie muss ich ein Diagnoseinstrument designen, um beispielsweise Gewissenhaftigkeit zu messen oder um persönliche Eigenschaften zu messen? Also das haben Sie ja in den vergangenen Wochen gelernt. Und ein Beispiel für so einen Persönlichkeitstest, der auch sehr bekannt ist, ist der sogenannte NEO. Mit dem Sie quasi Ihre eigene Persönlichkeit auch bestimmen können. Sehr spannend, kann ich Ihnen nur empfehlen, komplett kostenfrei, wenn Sie es gibt den auch an vielen anderen Stellen, dass Sie Persönlichkeitstests online durchführen können. Wenn Sie das hier über diesen Ding machen, dann unterstützen Sie insbesondere auch noch ein Forschungsprojekt der Northwestern University. Also ich würde Ihnen persönlich empfehlen, wenn Sie daran interessiert sind, wie Sie eher vom Persönlichkeitstyp her sind,
würde ich Ihnen insbesondere empfehlen, diesen Link auch zu nehmen. Genau. Aber wie gesagt, es ist keine Persönlichkeitseigenschaft, weil Persönlichkeitseigenschaften sind eher trait-like. Das heißt, die sind eher stabil über die Zeit im Vergleich zu Kompetenzen und Fähigkeiten, die man erlernen kann. Und das ist das absolut Gute daran, weil Selbstregulation, Selbstkontrolle ist, wie Sie auch schon vorher gehört haben, mit einer der wichtigsten Prädiktoren für akademischen Erfolg. Und es ist eine erlernbare Kompetenz. Das heißt, Sie können selber lernen, wie Sie sich besser motivieren, wie Sie Lernprozesse besser aufrecht erhalten und auch diese effektiver gestalten können. Sie werden da heute einiges zu erlernen und Sie werden auch in der nächsten Woche auch noch einiges zu Lernstrategien lernen. Dabei ist es insbesondere auch wichtig für diese Lernprozesse, dass Lernende sich selbstständig Lernziele setzen können und für diese Lernziele angemessene Strategien auswählen und auch dann merken, okay, wenn ich jetzt ein Lernziel habe und ich probiere es zu erreichen, beispielsweise für unsere Vorlesung, eine gute Klausur zu machen und sich dann, wenn sich dann ein Lernziel und dann sieht, oh, okay, ich habe bei den Quizzen irgendwie nur eine sehr geringe Punktzahl jeweils. Vielleicht ist dann meine Strategie, die ich verwende, nicht so geschickt und dass man die dann überdenken müsste, um sich dann beispielsweise mit Kommilitonen und Kommilitonen abzusprechen, wie die vorgehen, um dann die eigenen Lernstrategien auch zu adaptieren. Dann ist es wichtig, dass Motivation aufrecht erhalten wird. Wir probieren das beispielsweise, also ich probiere das in unserer Vorlesung so mit diesem Gameful Learning an, das ist auch so ein bisschen. Sie haben ja auch sehr viel über Motivation schon gelernt. Was ist wichtig? Intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Was sind da die Unterschiede? Wie kann man das beeinflussen? Das haben Sie ja gelernt. Das können Sie ja steuern mittlerweile. Und genauso können Sie das auch für Ihre eigenen Lernprozesse dann auch steuern. Und dann können Sie die Zielerreichung während der Lernprozesse und auch nach Abschluss der Lernprozesse bewerten. Also dass Sie sich selber überlegen, okay, habe ich jetzt bei dem Blog beispielsweise, habe ich jetzt vielleicht nur irgendwie den unteren Tier der möglichen Punktzahl erreichen. Ich würde gerne den mittleren Tier erreichen. Und dann muss man sich überlegen, okay, was fehlt? Sich vielleicht so ein bisschen anschauen, okay, welche Blocks haben mehr Punkte erreicht beispielsweise, um dann zu überlegen, okay, wie kann man dann Lernstrategien auch möglicherweise adaptieren, wenn dies ein Lernziel ist. Logischerweise ist ich habe Ihnen jetzt auch vor allem extrinsisch motivierte Lernziele genannt. Wesentlich besser ist es natürlich, wenn Sie intrinsisch formulierte Lernziele haben, die eher auf Mastery-Gedanken von Wissen auch hindeuten. Wichtig dabei ist, dass es insbesondere kein statischer Prozess ist, sondern dass es sehr iterativ, sehr zyklisch zu sehen ist und dass es wirklich ständig im Verlauf neu bewertet wird. Und Sie merken das ja auch, dass wenn Sie sich Ziele setzen und die Ziele erreichen wollen, Sie die oftmals auch evaluieren, um zu schauen, okay, wie stehe ich, was muss ich machen, wie fühle ich mich dabei. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil davon. Und wie Sie auch schon vielleicht erahnt haben, selbstgesteuertes Lernen, Selbstregulation ist im Verlauf einer Bildungskarriere immer wichtiger. In der Grundschule ist es noch re relativ unwichtig. Es wird wichtiger. Beispielsweise dann sehen Sie irgendwie in der Schule,
werden dann irgendwann Klassenarbeiten geschrieben, die gehen dann über Inhalte von ein oder zwei Monaten, wenn überhaupt, oder wahrscheinlich sogar doch weniger. Also sie haben da relativ wenig Selbstregulationsnotwendigkeit, um das zu zeigen. Für das Abitur wurde es schon anders. Ein größerer Leistungstest, der auch wesentlich mehr Wissen und Kompetenzen umfasst. Genauso sehen Sie das beispielsweise an der Universität. Wenn Sie jetzt im ersten Semester sind, die Inhalte gehen alle wesentlich schneller als in der Schule. Es gibt wesentlich weniger Wiederholungen, insbesondere wenn Sie auch als Zweifach etwas in den Naturwissenschaften studieren beispielsweise. Am Ende kommt eine Klausur, die dann voraussetzt, dass Sie sich selbstständig auch darauf vorbereiten, wenn Sie dann Ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben. Wiederum ein wesentlich größerer Punkt, aber das sind auch Sachen, wo Sie quasi noch vom Bildungssystem gewisse Vorgaben noch bekommen, die Ihnen quasi bei der Zielsetzung helfen. Viel spannender wird es quasi, wenn Sie sich überlegen, okay, was will ich mit meinem Leben machen? Wo soll es für mich wirklich hingehen? Wenn man beispielsweise Berufsziele sich anschaut und dann zu überlegen, okay, wie können selbstständige Unternehmer, die sich irgendwie ein Start-up gegründet haben, und dadurch quasi keine von der Universität vorgegebenen Zielhorizonte mehr besitzen. Umso wichtiger wird es dann, dass sie halt selber lernen, wie sie sich selber die Motivation auch aufrecht erhalten können, wie sie sich motivieren können und wie sie möglichst effektiv auch dazulernen, weil ohne das werden sie im Leben wesentlich weniger Erfolg leider haben. Von daher ist es wirklich wichtig, dass sie auch möglichst frühzeitig möglichst viel Zeit und Energie auch darauf verwenden, ihre eigene Selbstregulation auch zu verstärken. Wichtig dabei ist es, dass Selbstregulation eine Vielzahl an Komponenten beinhaltet, sowohl kognitiv, motivational, volitional, also um uns insbesondere Lernprozesse aufrecht zu erhalten, und auch metakognitiv, um halt die Lernstrategien zu evaluieren, ob diese erfolgreich sind oder nicht und wie man sie anpassen kann. Und dass diese in verschiedenen Phasen oder Schritten normalerweise auch unterteilt werden können. Dies wird in verschiedenen Modellen zur Selbstregulation auch betrachtet. Man unterscheidet da vor allem zwischen Schichten bzw. Komponentenmodellen, die sich vor allem auf die verschiedenen Ebenen der Regulation ihren Schwerpunkt legen, als auch auf Prozessmodelle, die vor allem, wie es der Name auch schon vermuten lässt, die Verbindung der unterschiedlichen Elemente in dem Regulationsprozess in den Fokus nimmt. Von den Schichtenmodellen ist insbesondere das Drei-Schichten-Modell von Burkhardt hervorzuheben, mit den drei Komponenten, die in den Vordergrund gelegt werden. Zum einen die Regulation der Verarbeitungsmodi, also die Wahl der kognitiven Strategien. Also wie geht man zum Lernen vor? Was macht man, um Lernziele zu erreichen? Dann die Regulation von den Lernprozessen. Also beispielsweise Metakognition, um zu schauen, okay, inwieweit waren meine kognitiven Strategien erfolgreich? Wie kann ich das modifizieren? Wie
Oder wie kann ich auch meine Umwelt in gewisser Weise verändern, damit ich vielleicht auch weniger Ablenkung habe? Miller's Magic Number 7, Cognitive Load Theory. Sie merken, eine Vielzahl von den psychologischen, von den pädagogisch-psychologischen Konstrukten, die Sie auch schon im Verlauf dieses Semesters gesehen haben, spielen alle eine Rolle und haben einen Einfluss auch jetzt hier auf auf dieses Konstrukt. Dann Regulation des Selbst als dritte Komponente, Wahl von Zielen und Ressourcen. Dabei wird insbesondere in den Vordergrund gestellt, welche Ziele gewählt werden und wie viel Zeit, Geld, Ressourcen allgemein, was auch beispielsweise sein kann, dass man zu Freunden schreibt und um Hilfe bittet, um da quasi transaktional möglicherweise sich weitere Ressourcen zu einer besseren Zielerreichung zu gelangen. Also soweit das Drei-Schichten-Modell, insbesondere mit den drei Komponenten, die dabei insbesondere im Vordergrund stehen. Dann Prozessmodelle schauen sich vor allem die Verbindung innerhalb der Lernprozesse, innerhalb dieser einzelnen Zyklen an. Eines dieser Prozessmodelle von Schmitz ist dabei hervorzuheben, was insbesondere quasi einen Dreischritt betrachtet, und zwar eine präaktionale Phase, eine aktionale Phase und eine postaktionale Phase. In der präaktionalen Phase, wo insbesondere Ziele gesetzt werden, Vorwissen aktiviert, Motivation aufgebaut wird. Auch hier die Theorie von Jekylls and Wickfield, Erwartungswertmodell, Motivation. Der Strategieeinsatz geplant wird, um das dann, sobald die präaktionale Phase dann in die aktionale Phase übergeht, wird dann aufgrund der präaktionalen Phase werden die Lernstrategien eingesetzt und auch überwacht und reguliert, während die Lernstrategien zum Lernerfolg, zum Erwerb des Wissens eingesetzt werden. Dabei wird dann auch geschaut, okay, dass möglichst auch die Konzentration und Motivation auch aufrecht erhalten wird, und dann in der postaktionalen Phase wird dann das Lernergebnis bewertet und auch die Konsequenzen daraus gezogen, um dann beispielsweise in einem nächsten Zyklus dann in der präaktionalen Phase Ziele beispielsweise anders zu modifizieren oder auch Strategien zu verändern. Sie sehen dies quasi auch hier aufgezeichnet in diesen unterschiedlichen Lernsequenzen. Die vielen kleinen Bilder werden wir uns gleich auch nochmal etwas größer anschauen, aber quasi, dass Sie halt da wirklich nochmal ganz deutlich sehen, dass innerhalb der verschiedenen Lernsequenzen diese einzelnen Phasen der Selbstregulation nach dem Prozessmodell von Schmitz halt zu sehen sind. Wie gesagt, präaktionale Phase, dass man sich anschaut, okay, wie sind die Bedingungen, die Aufgabe, das halt Auswirkungen darauf, was für Ziele, Emotionen und Motivation gezeigt werden. Und das führt dazu, dass man sich anschaut, okay, was für Strategien werden verwendet. Dann in der aktionalen Phase die Zeit, die investiert wird, und die Lernstrategien, die auch aufrechterhalten werden, wieder eines der entscheidenden Merkmale von Selbstregulation, überwacht werden, um dann eine Leistung zu zeigen, die dann in der postaktionalen Phase bewertet und reflektiert wird, was natürlich auch Emotionen hervorrufen kann. Wenn Sie beispielsweise merken, oh verdammt, jetzt habe ich schon zum 10. Mal probiert, in dem einen Videospiel den Endgegner zu besiegen, es hat wieder nicht geklappt, verdammt, und dann halt Strategien zu
modifizieren, um dann beispielsweise online zu gehen und in einem Forum sich Hinweise zu suchen oder das Ziel zu modifizieren, um zu sagen, ah, vielleicht ist dieser Endgegner eh nicht so spannend, ich will viel lieber meinen Charakter in eine andere Richtung entwickeln. Das ist natürlich dann ein Beispiel für eine Zielmodifikation in diesem Fall. So viel zu dem einen Modell von Spitz. Ein anderes Modell, was auch relativ ähnlich ist und auch wo es auch verschiedene Überschneidungen zu gibt, ist das Modell von Paul Pinfich, was Selbstregulation vor allem in Phasen und Bereiche unterteilt. Ich möchte Sie jetzt auch nicht wirklich erschlagen jetzt hier mit dieser Folie und ich würde Ihnen auch jetzt wirklich empfehlen, dass Sie, wenn Sie sich die Präsentation noch nicht heruntergeladen haben, machen Sie das, weil die brauchen Sie jetzt für den nächsten Breakout-Room. Und zwar, ich lese Ihnen das jetzt auch nicht vor, das können Sie sich selber anschauen oder auch das Video auf YouTube dann pausieren. Ich würde Sie nämlich bitten, das habe ich nämlich in einer Reading Reaction gesehen und ich habe gedacht, boah, super Idee, das machen wir als Breakout Room. Und zwar, da hat eine Mitstudierende von Ihnen jede Phase und jeden Bereich quasi auf unsere Veranstaltung bezogen, inwieweit unsere Veranstaltung dazu diente oder inwieweit sich die Person selbst reguliert hat und ihr Verhalten gemäß diesen Phasen und Bereichen der Selbstregulation auch ausgeführt hat. Das fand ich sehr spannend. Von daher, im zweiten Breakout Room würde ich Ihnen Sie bitten, dass Sie sich eine der Phasen aussuchen und sich dann auch zwei der Bereiche, also Phasen, voraussichtlich Planung, Aktivierung, Monitoring, Kontrolle, also quasi hier, diese Reihen sind die Phasen und das sind die unterschiedlichen Bereiche, dass Sie sich quasi eine Phase herausholen und zwei Bereiche und da quasi Beispiele überlegen, wie Sie so etwas in dem Lernprozess, beispielsweise in den Beispielen der Selbstregulation, die Sie schon im ersten Breakout Room diskutiert haben. Okay, ich öffne schnell wieder die Breakout Räume, Moment. Genau, und danach sehen wir uns dann wieder in 5 Minuten. Alles klar.
Resistenz der Pilze hat das eben so. Alright, ich glaube, wir sind alle wieder zurück. Genau, also Sie werden gesehen haben, es gibt auch wirklich viele verschiedene Betrachtungsweisen, wie Sie Selbstregulation auch in Form von Modellen betrachten können. Und wenn Sie selber beispielsweise vor großen Zielen oder Herausforderungen stehen, würde ich Ihnen auch wirklich empfehlen, sich beispielsweise diese Tabelle zu nehmen und sich auch wirklich explizit auch nochmal Gedanken zu machen. Okay, was sind meine Ziele? Wie will ich meine Ziele erreichen? Wie will ich meine Zeit planen? Und wie kann ich auch den Kontext auch verändern? Und wenn Sie sich das wirklich nach Phasen und Bereichen jeweils einteilen, das ist quasi auch so in gewisser Weise eine Metakognitionsstrategie, wo Sie auch Ihr eigenes Lernverhalten dann auch nochmal überprüfen. Also es würde auch dann auch sehr viel in der postaktionalen Phase dann auch liegen, wenn Sie das vor allem als Bewertung auch machen. Das ist normalerweise eine gute Möglichkeit, um Selbstregulationskompetenz auch wirklich zu erlernen, weil es auch wirklich eine sehr wichtige Fähigkeit ist. Dann will ich Ihnen auch nochmal als ein Beispiel von der Forschergruppe, wo ich auch früher selber drin geforscht habe, ein Paper habe ich Ihnen da mitgebracht, eine Studie. Ich habe da zwar selber nicht dran mitgewirkt, aber ich habe an verschiedenen ähnlichen Studien mitgewirkt, aber die finde ich insbesondere spannend, weil sie sehr klar den Zusammenhang zwischen Prokrastination und Lernerfolg untersucht. Und dabei, Sie haben das Bild auch, Sie haben auch das eine Bild, was ich Ihnen da jetzt zeigen werde, auch glaube ich schon zu Beginn des Semesters auch schon gesehen. Und zwar in dieser Studie haben wir uns zwei Online-Kurse angeschaut. Beide Kurse waren jeweils 5 Wochen lang und Studierende hatten 5 Videobeiträge sich anzuschauen jede Woche und ein Quiz dann zu betrachten. Und die Frist dafür, das alles zu machen, war jeweils Freitag um Mitternacht, aber es war komplett den Studierenden auch freigestellt, wann Sie das machen und was oder wann Sie quasi sich die Videos anschauen und diese Tests, diese Quizze
machen. Und was wir da herausgefunden haben, ist, dass wir haben uns quasi angeschaut, okay, wann haben sich die Studierenden die Quizze angeschaut? Und wir sehen jetzt hier in der Grafik, und ich glaube, ich habe ich Ihnen auch schon mal vorher gezeigt, je dunkler die einzelnen Kästen, desto häufiger ist es, dass Studierende daran sich Videos und Quizze angeschaut haben, und je heller, desto weniger. Im amerikanischen System ist eine A die beste Note, und irgendwie eine D ist die schlechteste, und F steht halt für Failure. Und was wir sehen, was relativ spannend ist, und das ist halt auch replizierbar gewesen, von daher sehen Sie oben im einen Panel, wo wir das mit Daten von 2016 gemacht haben, und unten mit Daten von 2017, sehen Sie, dass quasi die Studierenden, die regelmäßig an jedem Tag sich Videos angeschaut haben und auch wirklich kontinuierlich gelernt haben, in der Regel bessere Noten erreicht haben als Studierende, die halt prokrastiniert haben und erst auf den letzten Drücker am Tag, gerade vor der Deadline, ihre Sachen erledigt haben. Und das Spannende ist, dieses Pattern ist halt auch relativ konsequent gewesen. Also von der ersten Woche auch bis zur letzten Woche hin. Also von daher, ich will Sie halt auch dementsprechend ermuntern, und dazu dient ja auch in gewisser Weise die Struktur von unserem Gameful Learning Kurs, dass Sie nicht nur zum Ende des Semesters für die Klausur etwas für diese Veranstaltung machen, da das einfach vom Lernerfolg nicht so gut ist, sondern wirklich in Regelmäßigkeit, frühzeitig, regelmäßig sich mit den Vorlesungsinhalten auch auseinandersetzen, zur Kursvorbereitung einen Text lesen, der relevant ist, dazu einen Beitrag schreiben. Übrigens, ich bin sehr begeistert von den vielen Reading Reactions auf Piazza. Das ist wirklich absolut herausragend, was viele von Ihnen da schreiben. Also es ist wirklich man merkt wirklich, wie sehr Sie sich auch da mit den Thematiken auseinandersetzen, wie wir Sie da reflektiert drüber schreiben, auch wirklich gute Fragen aufwerfen, wie auch da dann auch geantwortet wird da. Also man merkt wirklich, wie sie sich mit den Themen auch inhaltlich auseinandersetzt und sich selber da fort- und weiterbilden. Also wirklich großes Lob auch an dieser Stelle. Und dann die Quizze quasi zur Nachbereitung der Vorlesung. Und dann noch zwischendrin so die Blogbeiträge, Mindmaps quasi als zusätzliche Lerngelegenheit. Also ich will Sie auch wirklich quasi davon auch sehr wegkriegen, dass quasi an der Universität wie in der Schule. In der Schule ist es ja so, dass das, was die Lehrperson sagt und irgendwie an die Tafel schreibt, das wird ja irgendwie wie in der Bibelschule fleißig abgeschrieben und untergebetet. An der Universität sind sie wesentlich selbstständiger, hat vielerlei Möglichkeiten, und sie haben vielerlei Möglichkeiten, sich selber selbstständig Wissen anzueignen, sich verschiedene Themenbereiche zu erarbeiten und auch wirklich die vielen Ressourcen, die sie zum einen hier im Rahmen des Kurses kriegen, und da ist auch die Vorlesung, also die Stunde, die wir pro Woche miteinander verbringen, wirklich nur ein kleiner Teil von dem Gesamtpaket an Ressourcen, die sie halt auch wirklich haben, um quasi ihren eigenen Wissenserwerb
halt auch nachhaltig auch voranzubringen. Und es freut mich auch wirklich quasi zu sehen, dass sich wirklich viele von Ihnen auch da wöchentlich auch mit beschäftigen und sich auch fort- und weiterbilden. Kleiner Fun Fact zum Ende. Also in der diesen Woche schauen wir uns Unterrichts- und Vermittlungsprozesse genauer an, Lernstrategien auch als Bezug auf Selbstregulation, um Sie auch da noch ein bisschen besser vorzubereiten. Aber was ich Ihnen noch sagen wollte, so als kleiner Fun Fact, was mich auch wirklich sehr gefreut hat, ist, dass auf Piazza, es gab bislang keinen Tag in unserem Semester inklusive den 24. Dezember und irgendwie den 31. bzw. 1. Januar, an dem, ich glaube, weniger als 20 Personen auf unserer Piazza-Plattform aktiv waren. Also wirklich herausragend, welches Engagement Sie alle zeigen. Es freut mich wirklich sehr, dass wir diese Reise durch die pädagogische Psychologie in diesem Semester gemeinsam gestalten. Und ich freue mich auch schon sehr, Sie da im nächsten Semester auch wieder zu begrüßen. Ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn das auch wieder im TV-Studio ist, weil, wie Sie merken, dann ist die Qualität der Aufzeichnung auch wahrscheinlich wesentlich höher. In dem Sinne, ich bedanke mich und freue mich schon auf nächste Woche. Alles klar, auf Wiedersehen.